Süß oder salzig? Von wegen. Popcorn geht auch anders. Das war eindeutig Knoblauch, aber gar nicht so schlecht. Nach irgendwas so schmeckt das Zimt, weihnachtlich, gewöhnungsbedürftig. Oh, scharf. Aber geht. Ist schon. Nehme ich noch einer. Popcorn mal ganz anders, mit ungewöhnlichen Geschmacksnoten. Gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen hat Carol Hieber die letzten Jahre an dem regionalen Produkt getüftelt. Der Start war nicht ganz so einfach, ja? Mit dem karamellisierten Popcorn, ob das die Leute kaufen und dann noch zusätzlich das Gewürzte, war schon ein Risiko. Wir haben schon eine Marktforschung betrieben, aber ob dann in der Realität die Leute das Popcorn auch wirklich kaufen und essen und ob es auch schmeckt, das wusste man natürlich nicht. Oellingen, eine kleine Gemeinde im Alb-Donau-Kreis. Hier ist der landwirtschaftliche Betrieb der Hiebers. Früher lebte die Familie nur vom Ackerbau und von der Schweinemast. Aber das hat sich geändert. Ursprünglich haben wir den Futtermais hier angebaut für unsere Schweine. Aber weil Mais so eine alte Kulturpflanze ist, haben wir gedacht, da muss doch noch mehr möglich sein. Und so sind wir auf den Speisemaisanbau gekommen und den Popcornmaisanbau. Fast 5 Jahre haben die Hiebers nach dem perfekten Maiskorn gesucht. Weil der Popcornmais länger reifen muss als andere Sorten, wird er erst im Winter geerntet. Das ist jetzt unser Popcornmais, den bauen wir an, ungefähr auf 5 bis 10 Hektar. Wir sehen, die Körner sind kleiner wie der Futtermais und die Körner sind auch besonders hart. Und den Mais gibt es bei uns nicht zu kaufen, deshalb müssen wir den in Südfrankreich beziehen über einen Händler. Boden, Saatgut, Dünger, Pflege und jetzt die Ernte zum richtigen Zeitpunkt. Alles muss passen, damit am Ende das Maiskorn gut poppt. Pro Hektar hat der Landwirt einen Ertrag von ungefähr 4 bis 5 Tonnen. Nach der Reinigung und Trocknung sind es um die 3 Tonnen Maiskörner, die dann zu rund 70.000 Päckchen Popcorn verarbeitet werden. Das richtige Korn ist das eine, die Herstellung das andere. 2 Jahre hat Carol Hieber am perfekten Produkt getüftelt. Die Qualität wird nicht nach dem Gewicht beurteilt, sondern nach dem Popvolumen. Also es muss schön voluminös poppen und es sollte auch knacken und frisch sein und nicht beschwerlich, sondern etwas Leichtes. Um sich vom süßen oder salzigen Klassiker abzuheben, braucht es Kreativität. Ich habe mich halt gefragt, wie muss Popcorn schmecken, dass man da auch dranbleibt und vielleicht eine ganze Tüte isst, so wie man es vom Hüftgold Kesselchips kennt. Die meisten kennen Popcorn aber nur als süße oder salzige Variante. Bei dieser Paprika-Chili-Mischung habe ich mich gefragt, was würde zum Beispiel jetzt passen an einem schönen Abend, wenn man ein Campari Orange trinkt. Mittlerweile sind andere Mischungen auch entstanden. Geschmacksrichtungen wie Knoblauch, Maghreb, Adventsgewürz oder eben Paprika-Chili. Das Popcorn mit den verschiedenen Geschmacksrichtungen verschickten sie über ihren Online-Shop in die ganze Welt. Allerdings, ohne den Mais geht gar nichts. Letztes Jahr hatten wir Pech. Da war sehr viel Regen im Sommer. Und der normale Mais war in Ordnung, aber unser Popcorn-Mais wurde einfach nicht richtig reif. Und er hat am Ende einfach nicht gepoppt. Die ganze Ernte mussten wir die Schweine verfüttern. Ein Schreckmoment für Familie Hieber. Aber dank der Ernte vom Vorjahr stand die Produktion nicht still. Und es sind noch lang nicht alle Ideen umgesetzt. Ich hätte schon noch so ein paar Ideen für andere Geschmacksrichtungen. Also zum Beispiel habe ich was Fruchtiges schon probiert, aber mit getrockneten Früchten, das kam nicht ganz so raus, wie ich wollte. Aber mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Die Sorte karamellisiertes Popcorn hat übrigens das Siegel geprüfte Qualität Bayern erhalten. Auch wenn die Produktionsstätte in Baden-Württemberg liegt, der Mais wächst größtenteils in Bayern. Bis 2024 soll auch die Produktion hier stattfinden. Ab kommendem Frühjahr wird das Popcorn in Supermärkten zu kaufen sein. Aber eins ist schon jetzt klar, zu exotisch darf es nicht sein, sonst bleiben die Tüten im Regal liegen. Popcorn mit Schweinebratengeschmack wird es also nicht geben.
Auch wenn den Schweinen der Siebabfall des Popcornmais besonders gut schmeckt. Halt, stopp mal, ich hab noch was. Unseren YouTube-Kanal könnt ihr natürlich abonnieren, aber schaut auch mal rein in die ARD-Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos von uns und komplette Unser-Land-Sendungen. Und da gibt's natürlich auch noch viel, viel mehr.